Ja, hallo, mein Name ist Lars und in diesem Video geht es um meine Reise durch Kanada und Alaska mit dem Wohnmobil. Und hier geht es konkret von Whitehorse nach Dawson City entlang am Yukon. Ja, nach Papierkram und einer Einweisung ging es dann mit dem Roten los. Erstmal Richtung Walmart zum Vorräte einkaufen. Kanadische Walmart sind irgendwie riesig, habe mich fast verlaufen. Und dann in die Wildnis. Die Straßen waren zunächst gut, dann wurden sie schlechter und dreckiger. Das Wetter war dann auch nicht immer so ganz toll, die Laune war aber noch gut. Nur das Auto dreckig. Das ist jetzt meine Behausung für die nächsten Tage. Die war schon ein bisschen im Dreck spielen. Aber ich glaube, ich putze nur genau einmal, nämlich wenn ich das Ding zurückbringe. Landschaftlicher Höhepunkt war, einer der landschaftlichen Höhepunkte war hier der Five Finger Rapids, eine Engstelle des Yukons. Hier am Five Finger Rapid wurden früher die Dampfschiffboote, die den Yukon raufgeschippert sind, per Stahlseil und Winde vorbeigezogen, weil die Kraft vom Dampfmotor nicht ausgereicht hat. Und so langsam ist dann auch schon später geworden. Ich bin dort noch eine Weile geblieben und habe mich dann aber nach dem nächsten Campingplatz umgeschaut und habe dann einen privaten gefunden. Das heißt, da meldet man sich selber an, es ist niemand da, der das Geld kassiert. Man schmeißt es einfach in eine Box. Die Nacht war relativ gut. Ich habe zwar immer noch nicht so ganz gut geschlafen, weil ich immer noch Jetlag hatte, aber am nächsten Morgen war zumindest der Regen weg. Das war relativ klar, zwar schon wolkenverhangen, aber sah nicht nach direkt wieder nach frischem Regen aus. So, weiter geht's nach Dawson City bzw. Klondike. Ja, noch immer bin ich unterwegs auf kanadischem Boden, unterwegs in einer herrlichen herbstlichen Landschaft. Immer wieder kann man weit in die Ferne schauen. Auch die Klohäuschen sind hier noch sehr gut erhalten. Es gibt tolle Brücken, Flüsse, Seen und tatsächlich ein paar Wildtiere, die sich leider während der ganzen Ferien recht rar machten. Noch mehr Flüsse. Und irgendwann bin ich in Dawson City, der alten Goldgräberstadt, wo noch viele alte Häuser stehen. Bis auf die Hauptstraße sind die Straßen nicht geteert. Insgesamt wirkt es natürlich durch die modernen Autos nicht so schön alt, wie man sich das vielleicht in den Beschreibungen vorgestellt hat. Ja, und diesen Piepmatz, der offensichtlich einen ganz anderen Dialekt spricht wie unsere Raben, den wollte ich nicht unterschlagen. Der hat mir noch ein Gute-Nacht-Lied gepfiffen auf dem privaten Campingplatz in Dawson City, auf dem ich übernachtet habe. Ich danke euch fürs Zuschauen. Den ausführlichen Reisebericht findet ihr auf meiner Homepage schlageder.ch. Und natürlich freue ich mich über Likes und Abos für das Video. Und weitere Berichte findet ihr in meinem Kanal.